Hallo zusammen, ich habe heute einen Platz an der Sonne. Es ist Mitte Februar, die Sonne ist brennt und ich habe hier ein 130 Watt flexibles Solarpanel. Das habe ich direkt ohne irgendwelchen Regler direkt auf einer Lithiumbatterie angeschlossen. Und das bringt jetzt hier 13,5 Volt auf 4,2 Ampere. Das sind dann knappe 60 Watt. Jetzt hat es hier noch eine Schutzfolie drauf. Die ziehen wir jetzt mal ab, weil das ist nur eine Transportfolie. Wir stellen das Teil wieder hin. Und wenn ich das optimal Richtung Sonne ausrichte, bringt das 5,2 Ampere. Ohne Regler. Wenn ich hier jetzt einen PWM-Regler dazwischen schalte, PWM hackt ja nur gegen oben ab, ich habe eine Spannung von 13,26 Volt, dann ist das so, ich habe 13,26 Volt und die werden abgeschnitten bei 410, also abgetaktet. Also das Panel bringt nicht mehr Leistung als 66 Watt, wenn ich das so anhänge. Das Panel hat eine Normleistung, das sehen wir hier hinten, von 18 Volt. Auch wenn ich die 5 Ampere mal 18 Volt rechnen würde, dann wären das immer nur noch, sage und schreibe, 90 Watt. Also dass man dieses Panel als 130 Watt Panel, das ist übertrieben. Das kriege ich nicht mal mit dem MPPT-Laderegler hin.